Ein weiser Mann schrieb vor langer Zeit, ein Engländer weicht niemals. Selbst zurückgedrängt und in Unordnung getrieben, geht er immer wieder in den Kampf zurück und dürstet nach Rache, solange er noch atmet. Ich würde es nicht darauf ankommen lassen. Ihr bekommt es sonst mit der ganzen russischen Mafia zu tun. Scheißegal. Du hast für 50 Millionen Pfund feinste kolumbianische Ware an Bord. Ja und, Wladimir, sind wir im Geschäft? Was ist passiert? Wir haben das Päckchen verloren. 100 Kilo reines bolivianisches Kokain sind gestern an den Strand gespült worden. Wie oft habe ich dir schon gesagt, du sollst keine Geschäfte mit den verdammten Russen machen? Mit dem Genossen Wladimir ist echt nicht zu spaßen. Er will seine Kohle bis zum Wochenende. Wo kriegen wir 21 Millionen Pfund her? Hätte eine Idee. Ein heißes Ding in Berlin. England spielt gegen Deutschland am 23. April. Der Tag des Heiligen Georg. Das haben wir monatelang geplant. Wir haben eine tolle Truppe zusammen. Wrecking Crew, Naughty 40, Zulus, Headhunters, Pompey 657, Burnley Suicide Squad. 10.000 Engländer fahren zum Spiel nach Berlin. Das ist die perfekte Tarnung. Wir mischen uns drunter. Wollt ihr euer Geld oder lieber Krieg? Geht auf sie los, für England! Deine letzte Chance. Ricky! Dann schläfert die Hunde ein. Wollt ihr wissen, warum die Engländer so gefürchtet sind? Nur wegen uns!